Spätherbst im Nordosten Niedersachsens. In dem kleinen Dorf Marleben, am Rande der Nemitzer Heide, wohnen nur wenige Menschen. Wir sind in Bremervörde. Im Ortsteil Bevern leben die Gieskes Zanders seit über 20 Jahren. Ganz bewusst hat sich die Familie damals für das Land entschieden und ist aus Bremen hierher gezogen. Hildburg Gieskes Zander findet alles, was sie braucht, im eigenen Garten. Darauf ist sie zu Recht stolz. Das Federvieh vergnügt sich hier auch gern im Freien. Liebevoll betreut von Hildburgs Mann Günther. Die Hühner sind sein Ein und Alles. Hildburg und Günther lieben ihren Garten und haben sich hier eine wahre Oase geschaffen. Die Gäste sehen das hier und sagen, oh, sie haben sich ein kleines Paradies geschaffen. Und wir freuen uns natürlich, wenn die es auch so sehen. In diesem Paradies wächst eine hierzulande selten gewordene Pflanze, Topinambur. Hildburg erntet die kartoffelähnlichen Knollen. Man kann sie roh für Salate verwenden oder auch, wie Kartoffeln, in Salzwasser kochen. Auch zum Schnapsbrennen ist Topinambur geeignet. Die sind wunderbar. Man kann sie jetzt ernten bis ins Frühjahr hinein. Bei Frost ist natürlich nicht empfehlenswert. Einlagern kann man sie nur höchstens eine Woche kühl in den Keller. Aber man kann ja jederzeit, eben wenn der Boden frostfrei ist, ernten. Sohn Marco holt noch ein paar Äpfel für den Topinambur-Salat aus dem Garten. So, Marco, hier ist die neue Ernte. Frisch gepflückt, frisch gegraben, Topinambur. Hildburg nimmt 1 Kilo Knollen für ihren Salat. Die wasche ich jetzt gleich. Mhm. Die Schale haut nicht ab, weil die sehr dünn ist. Im Gegensatz zur Schale der Kartoffel. Und was noch für Topinambur spricht? Sie hat nur etwa halb so viel Kalorien wie Kartoffeln. Auch die Walnüsse für den Salat sind vom eigenen Baum. Nüsse sind Nervennahrung. Brauchen wir alle. Ja, ich besonders. Ja. Guck mal hier, sieht aus wie diese Windung. Hat man früher gedacht, ist gut fürs Gehirn. Es hat so ein bisschen Ähnlichkeit. Ne? Und Studentenfutter ist aus dem Grund auch immer Walnuss. Damit die alle schlau werden. Genau. Gut. 100 Gramm Walnüsse werden fein gehackt. Marco kümmert sich um die Topinambur-Knollen. So, was sind denn den Fäden? Die muss er abmachen. Gut, einfach jetzt reiben mit der Schale, ne? Ja. Topinambur hat einen ganz eigenen Geschmack. Der Geschmack ist nussig, würde ich sagen, etwas süßlich und knackig frisch. Also so empfinde ich das. So ein bisschen Radieschenrettich, so in dieser Richtung. Oh, schöner Berg. Mhm. Topinambur war übrigens schon einmal sehr verbreitet in Deutschland. Topinambur ist im 15. Jahrhundert schon hier angebaut worden, weil man die Kartoffel ja noch nicht kannte. Und es kommt aus Kanada, aus Nordamerika. Im 18. Jahrhundert kam dann die Kartoffel und dann ist Topinambur in Vergessenheit geraten. Aber jetzt lebt das wieder auf, weil bekannt geworden ist, dass er sich ausgezeichnet für Diabetiker eignet. Die Äpfel werden mit Schale klein geschnitten. Angemacht wird der Topinambur-Salat mit Olivenöl. So, kann rein, ne? Kann rein. Und dann nur noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wunderbar. Etwas Creme Fraiche gehört noch hinein und als i-Tüpfelchen Honig. Am bekömmlichsten ist der Salat, wenn man ihn eine Weile durchziehen lässt.
Lass mal nochmal probieren, würde ich sagen. Ja. Perfekt hingekriegt. Ist mir doch super gelungen. Was? Nein, also, weißt du. Das sind die Söhne, ne? Das sind die Lorbeeren für dich wieder einheimsen hier. Schmeckt. Perfekt. Finde ich auch. Jetzt kommt die Garten. Fürs Auge, oder? Fürs Auge kannst du mitessen. So. Kapuzinerkresseblüten. Schmeckt ausgezeichnet. Schmeckt pfeffrig und knackig. Ist doch ein Gedicht. Das Rezept für den knackigen Topinambursalat finden Sie im NDR-Text oder im Internet unter www.ndr.de Mein schönes Land. Ein schöner Anblick, so ein Grünkohlfeld. Kenner schwören darauf, ihn nach dem ersten Frost zu ernten. Je niedriger die Temperaturen, desto besser schmeckt der Kohl, weil dann sein Zuckergehalt steigt. Grünkohl ist gewaschen. Ah, das war's gekocht. Können wir ja, ist super. Können wir ja mit dem Blanchieren anfangen. Ja. So, pass auf, da müssen wir. Hans Wenker ist ein guter Freund aus Holland und gern gesehener Gast auf dem Hof. Heute geht er Marco beim Grünkohl zur Hand. Die Blätter kommen einmal kurz in kochendes Wasser zum Blanchieren. Marco und Hans brauchen für ihr Gericht 2 Kilogramm. Nach dem Blanchieren wird der Kohl geschnitten. Dabei entfernt Marco auch gleich die faserigen Strünke in der Blattmitte. Hans schneidet in der Zwischenzeit den Speck. Auf holländische Art. So, ne? Ja, das sieht schon gut aus. Kannst du ein bisschen kleiner, kannst du die nächste noch mal machen. Ein bisschen feiner. Auch die Zwiebeln hast du ja echt, du. Das ist Holland. Im Bayerischen, Hollands. Da, das ist Holland. Man merkt, die beiden sind echte Freunde und necken sich gern. Zu Marcos Grünkohl mit Speck gehören auch noch Kochwürste und Kasslerbraten. Das ist natürlich ein fettiges Essen durch diese ganze Fleischorgie, die da veranstaltet wird. Aber es ist schön, es ist für kalte Zeiten gut. Kommt natürlich auch ein Schnäpschen dazu, den einen Verdauer musst du dazu trinken. Oder einen davor, einen danach, passt. Wenn Mutti das hier wieder sieht, was ich hier dran gelassen habe, gibt es hier wieder Jackenfett, ey. Du kennst das ja. Du machst so viele Arbeit, ne? Ja, ja, klar. Der Holland macht das viel anders. Jetzt haben wir ja. Ja, hol ihn, guck mal den Kohl. Oh, hier. Guck, nehmen wir so. Ja. Und dann. So. Ist auch nicht schlecht. So. Wie deine Zwiebeln, also ein bisschen grober, ne? Was brauchst du zum Essen? Wir haben gleich den Speck eben, der ist so dick, den brate ich mal zuerst an. Ja. Zum Anbraten von Speck und Zwiebeln nimmt Marco Sonnenblumenöl. Erst danach wandert der grob gehackte Grünkohl in den Topf. So. So, den Kohl gleich rein. Ja. Machen wir auch nur ganz kurz mit anschwitzen und dann hauen wir gleich ein bisschen Brühe darauf. Und den Speck haust du dann auch auf? Die Schüssel nimmst du mit eben ab. So, dann rühren wir das noch einmal durch. Ja, kannst du auch mit reinlegen. Komm, leg oben rauf. Die lassen wir die ganze Zeit mitgaren. Nehmen wir dann nachher raus, wenn er fertig ist. So. Und was ist das? Was hast du da gemacht? Das Brühe. Einige sagen auch Braunkohl dazu. Frag mich nicht, wo das herkommt. Aber ich glaube, so gerade Bremer Raum wird teilweise oder Oldenburger Raum, manche sagen da, oder viele sagen Braunkohl. Vielleicht. Weiß nicht, ob die den zu lange gekocht haben. Also deswegen brauchen wir, ich kann es dir nicht sagen. Also ich kenne ihn als Grünkohl. Hans hat einen ausgeprägten Sinn fürs Schöne und Dekorative und spielt mit allem, was ihm zwischen die Finger kommt. Diesmal regt eine simple Kartoffel seine Fantasie an. Auch wenn das Kartoffelschälen so ein wenig länger dauert. Du bist ja noch nicht mal fertig. Das gibt's doch gar nicht. Was machst du hier eigentlich die ganze Zeit? Ja, hier, das mache ich. Ja. Jetzt machst du mich. Dafür haben wir auch Zeit, ne? Schöne Spielerei, aber schick gemacht hat. Ja. Jetzt mach mal aber nicht mehr so nass, sonst wird die Gitarre nass. Dann spiele ich dir auch ein kleines Liedchen hier. Mir? Okay. Kennst du? Kenn ich nicht. Auch musikalisch verstehen sich die Freunde Hans und Marco bestens. Oh, den kenn ich. Kennst du? Ja, den kenn ich. Gekonnt zupft Marco die Saiten und Hans dichtet spontan aus dem Kultsong einen neuen Grünkohl-Hit. Wir sind
so schön am Kochen. Mit Grünkartoffeln dabei. Mit Speck und Wurst kommen dazu. Können wir die Kartoffeln ja aufsetzen. Ja, sicher. Heintje hätte das Lied nicht besser singen können. Aber nun geht es wieder an den Herd. Oh, dann können wir auch gleich die Würste in Grünkohl. Ja. Vorher schmecken wir noch mal ein bisschen ab. So ein bisschen Salz, Pfeffer machen wir ran. Dann können wir die Würste reintun. Lassen wir es dann mit den Würsten durchziehen. Lass uns mal probieren hier. Oh! Hammer, ne? Boah! Lecker! Ja, und da zieht jetzt noch erst richtig durch. Also, es wird noch würziger. Oh! Lecker! Hans haben wir ja schon als Sänger kennengelernt. Der gelernte Florist kümmert sich jetzt um den Tischschmuck. Er verwendet dazu frische Grünkohlstängel, aber auch Dahlienblüten. Einfach alles, was er im herbstlichen Garten so findet. Hans, Essen ist soweit. Also, nee. Brenn dich nicht, nimm die Topflappen. Ja, das mach ich. Wahnsinnig heiß. Ja. Hier geht's. Ganz rustikal kommt alles gleich im Kochtopf auf den Tisch. Das ist eine Deko. Der Duft, der ist ja umwerfend. Also, das ist sicher. So, haben wir alle was? Ja, ich denke schon. Wünsche ich guten Appetit. Ne? Dankeschön. Oh, danke. Ja, sehr. Ja, guten Appetit. Wollen wir die Sache mal testen hier? Ja. Ist das ruhig, ne? Mhm. Wir genießen. Das ist zu zeigen, dass es schmeckt. Mhm. Also, haben die super hinbekommen. Ne? Schmeckt noch richtig gut. Die Familie lässt sich den deftigen Grünkohlschmaus schmecken. Und wir machen noch einmal einen Abstecher zu den Bekers. Zurück in Uelzen. Für eine ansprechende Optik ihres Weidenzauns sind Silke Beker zwei Dinge wichtig. Beim Flechten der Weidenruten achte ich darauf, dass ich immer schön verdichte. Entweder drücke ich ordentlich oder ich steige auch mal auf die Partien. Und zweitens arbeite ich immer zwei Ruten übereinander. Das gibt dann wesentlich ruhigeres Bild. Mit Weiden zu arbeiten erfordert vor allem an den Enden der Ruten Kraft und Geschick. Durch dieses Flechten wird der Weidenzaun äußerst stabil. Ein schöner Effekt entsteht, wenn man, wie Silke, mit zwei Weidensorten in unterschiedlichen Farben arbeitet. Ole hat sich vorgenommen, einen neu gepflanzten Baum anzupflocken. Das ist notwendig, damit das Gehölz bei starken Herbstwinden nicht umstürzt, solange es noch nicht fest angewachsen ist. Dabei sind zwei Pflöcke besser als nur einer. Wenn wir zwei Pfähle zur Befestigung unseres Baumes verwenden, dann ist er in jedem Fall vor Wind aus allen Richtungen geschützt. Kommt der Wind aus meiner Richtung, wird er zwischen den beiden Pfählen gut gehalten. Aus der anderen Richtung haben wir diesen Schutz auch. Also hier steht er so mit den beiden Pfählen wirklich ganz sicher. Die Pfähle sollten nah beim Baum stehen. Das sorgt für Stabilität. Wichtig auch der richtige Strick. Den Sisalstrick, den ich hier verwende,
nimmt man deswegen eigentlich vorwiegend zum Anbinden von Bäumen, weil er nachgibt. Der schneidet nicht so schnell ein wie zum Beispiel eine Kunststoffschnur. Das ist natürlich auch wichtig, dass wir keine Beschädigung am Stamm verursachen. Und ganz wichtig ist dann auch, dass wir den Strick dann auch richtig stramm hier herumwickeln um diese Acht, damit die ganze Geschichte dann auch wirklich in sich sehr stabil ist und auch über Monate hält. Der zweite Strick darf das Bäumchen ruhig ein wenig in Spannung ziehen. So steht es gerade und fest, vor Sturm geschützt. Nach spätestens 2 Jahren ist das Gehölz fest angewachsen. Silkes Weidenzaun ist fast fertig. Ja, mit der Weide hat man unendlich viel Gestaltungsmöglichkeiten, von Weidensichtschutzwänden, die hoch sind, die geschlossen sind, bis zu kleinen Beeteinfassungen. Ich habe mich hier für eine geschwungene Variation entschlossen, mit einem kleinen Durchblick, also so eine Art Kuhloch. Und ja, das ist, denke ich, wirklich jedem selbst überlassen und jeder kann seine Fantasie da freien Lauf lassen. Nur noch letzte Feinarbeiten, dann ist der dekorative Sichtschutz vollendet. Etwa 8 bis 10 Jahre hält der Weidenzaun der Witterung stand.